Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe heute schon meine feierliche Krone auf und heute werden wir nämlich etwas zelebrieren und zwar das Ende dieses Jahres, Ende 2021. Und dafür würde ich jetzt meinen Laptop in die Hand nehmen und wir werden zusammen mal das Jahr reflektieren. Und zwar geht es heute darum, wie wir das Jahr richtig abschließen können, wie wir aus unseren Fehlern und Erfolgen dieses Jahr lernen können und wie wir dann sozusagen den Plan für das nächste Jahr auch ebenfalls machen können. Das Ganze habe ich auch schon mal letztes Jahr gemacht, wo ich euch mitgenommen habe. Ich werde die vergangenen Videos wie immer nochmal in der Infobox verlinken, falls ihr das interessiert. Aber um das Ganze euch mal zu zeigen, werde ich jetzt mal kurz mein Notion öffnen, meine Notion-Page, wo ich eine ganze Seite habe mit dem jeweiligen Jahr. Ich habe nämlich einen Lara Emily Visionsordner, wo ich immer die verschiedenen Jahre gespeichert habe. Beispielsweise ist hier Lara Emily 2020 und da wollte ich euch mal kurz zeigen, was ich dort alles drin habe. Und zwar habe ich ganz oben erstmal Lara Emily 2020, also das ist sozusagen mein Jahr. Dann mein erster Spruch ist dort, ich vergebe mir für alles, was ich getan oder nicht getan habe. Das habe ich damals letztes Jahr dahin geschrieben, weil ich einfach dachte, dass es ja natürlich 2020 für einige nicht so gut war und ich mich trotzdem, weil ich das Jahr einfach schön abschließen wollte, ohne Reue und alles. Deswegen habe ich diesen Satz oben hingeschrieben als kleine Erinnerung. Dann habe ich mir erstmal so eine Trendierung gemacht, also Table of Contents, was ist alles eigentlich in dieser Page jetzt vorhanden. Und der erste Punkt war da meine Gewinne oder meine kleinen Erfolge. Da möchte ich jetzt nicht zu darauf eingehen, da das Ganze sehr persönlich ist, aber ich mache das dann immer so, dass ich rechts die Area, dass ich den Bereich meines Lebens hinschreibe. Dort habe ich dann immer Gesundheit, mentale Gesundheit, YouTube und so Business Kram, Social Media, Schule, Relationships, also Beziehungen und Personal, also persönlich, glaube ich. Ach ja, Personal Growth habe ich es genannt, also persönliches Wachstum. Und da kann ich euch einfach raten, die Dinge aufzuschreiben, die dieses Jahr gut gelaufen sind, was euch gefallen hat, Erfolge, die ihr vielleicht erlebt habt in der Schule, in eurem Hobby, persönlich, in Beziehungen. Natürlich gab es aber nicht nur gute Erfolge, sondern auch Dinge, die vielleicht nicht so gut waren. Aber ich finde, man kann aus diesen Dingen immer etwas zumindest lernen. Und deswegen ist meine nächste Tabelle dann immer ein Learnings-Lesson-Tabelle, wo ich dann immer erstmal aufschreibe, was ich überhaupt gelernt habe, dann in welchem Bereich es wieder ist. Und dann auch die Quelle, also woher ich es gelernt habe. Das finde ich immer sehr schön, weil ich mir dann für das nächste Jahr überlegen kann, wo ich vielleicht mehr Aufmerksamkeit reingeben soll, wo ich vielleicht gucken soll, falls ich Hilfe brauche oder so. Beispielsweise ist hier ein Satz von mir, mein Leben ist nur so gut, wie es mein Mindset ist. Alles ist neutral, nur das Denken formt meine Realität. Nichts ist gut oder schlecht, nur das Denken macht es erst dazu. Und das war auf jeden Fall ein Zitat und da schreibe ich dann rechts hin, also Zitat, Buch, Social Media habe ich hier, ich habe auch Personal Experience als Quelle genommen und dann bei Bereichen, also sowas wie Mindset, Leben, Beziehungen, akademisch, wie auch immer. Und dann danach meine nächste Tabelle sind dann noch immer meine Challenges dieses Jahr. Das sind also Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und mit denen ich mich leider auseinandersetzen musste, so Struggles, die ich einfach hatte. Letztes Jahr war es zum Beispiel bei mir regelmäßiges Meditieren, täglich Tagebuch schreiben, Instagram regelmäßig hochladen. Dann habe ich impulsives Mindset, Perfektionismus, Weltschmerz und in Arbeit messen geschrieben. Aha. Und das werde ich für dieses Jahr auf jeden Fall auch noch machen, die ganzen Challenges aufschreiben, die ich habe. Als nächstes mache ich es aber so, dass ich mir alle Bereiche meines Lebens aufschreibe und gucke, wie war ich da dieses Jahr und wie kann ich mich vielleicht noch verbessern. Meine Bereiche sind da immer Business, YouTube, Schule, dann habe ich noch Sprachen lernen, mentale Gesundheit, generell Gesundheit, Beziehungen, dann habe ich geschrieben Space, Environment, also so meine Umgebung, mein Zimmer, Lesen und Komfortzone, würde ich sagen. Ich habe hier geschrieben, challenging myself. Damit meine ich immer sowas wie aus meiner Komfortzone rauskommen. Um euch das mal zu demonstrieren, wie ich das immer mache, werde ich euch jetzt mal ganz kurz einen Bereich davon vorlesen, und zwar Umgebung. Und da habe ich letztes Jahr das Folgende geschrieben. Im Februar wurde alles genau angesehen und so viel kam raus. Ich habe alle Areas meines Zimmers ausgemistet und nicht nur mein physisches Umfeld, sondern auch alles drum und dran. Mittlerweile habe ich eine wöchentliche Putzroutine in meinem Zimmer und digital. Ordnung und Struktur sind mir extrem wichtig. Und dann habe ich geschrieben, bei How can I improve? Ich hätte gerne ein Zimmer, das mich inspiriert und motiviert, aber gleichzeitig auch minimalistisch und einfach bleibt. Also einfach so 5, 6 Sätze, was ich dieses Jahr dafür gemacht habe und dann, wie ich mich verbessern kann. Bei Lesen habe ich letztes Jahr zum Beispiel das Folgende geschrieben. Ich habe so viel mehr gelesen als die letzten Jahre. Es sollten dieses Jahr so um die 25 Bücher sein, was so viel ist, wenn man das mit den 2, 3 Büchern vergleicht, die ich die letzten Jahre gelesen habe. Also halt nicht generell, sondern pro Jahr oder so. Jedoch bin ich nicht 100% zufrieden, da ich auf jeden Fall mehr hätte lesen können und dieses Wissen auch besser hätte anwenden können. How can I improve? Die Dinge, die ich gelesen habe, direkt anwenden.
Genau. Denn nämlich nach meiner Reflexion des jetzigen Jahres mache ich noch immer eine extra Seite mit dem Plan für das nächste Jahr. Kann ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Und da versuche ich dann immer gerne die Steps zu machen, wie ich dann diese Areas verbessern kann. Und dann nehme ich immer diese Inspiration von dieser kleinen Aufgabe, die ich gerade gemacht habe. Nachdem ich dann die Bereiche meines Lebens angeguckt habe, gehen wir auch schon einen Schritt weiter und schreiben auf, was wir dieses Jahr loslassen wollen. Da habe ich auch wirklich als Überschrift genommen, was ich loslassen möchte. Und habe da einfach so 5 Dinge aufgeschrieben, die ich einfach in diesem Jahr lassen möchte. Also vor allem so Mindset-Habits, Mindset-Gewohnheiten und schlechte Dinge, die ich einfach in diesem Jahr gerne lassen möchte. Und dann habe ich danach direkt meine Werte in meinem Leben aufgeschrieben und Werte, die ich einfach im nächsten Jahr gerne haben möchte. Und zwar habe ich dann nämlich 9 verschiedene Punkte. Ich habe einmal meine mentale Gesundheit, dann habe ich Gesundheit und Ernährung, persönliches Wachstum, Familie, Beziehungen, Finanzen, Arbeit, Spiritualität und Community. Und diese Sachen habe ich dann einfach so geordnet, wie ich sie in diesem Jahr empfunden habe. Und genau, das sind die Dinge, die ich dann für meine Reflexion immer mache, jedes Jahr. Ich setze mich meistens so 1-2 Tage hin und gehe dann diese ganze Liste durch und schreibe auf, was ich da gelernt habe, was nicht so gut war und fülle einfach diese ganzen kleinen Aufgaben und Journal Prompts aus. Als Hilfe nehme ich mir sehr gerne noch meine Galerie auf meinem Handy, gucke mir Fotos an oder auch meine wöchentliche Reflexion. Denn ich habe euch ja auch schon mal in meiner Sonntagsroutine gezeigt, dass ich mich jeden Sonntag hinsetze und aufschreibe, was diese Woche gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, was ich verbessern kann, Highlights der Woche, Erfolge, Challenges. Und das ist auch so eine Sache, die mir dieses jährliche Reflektieren sehr viel einfacher macht, weil ich eben schon so eine Vorreflexion habe mit den wöchentlichen Dingen. Ich hoffe, dass das Video euch vielleicht ein bisschen helfen konnte, einen kleinen Anschluss geben konnte, was ihr auch nochmal selbst reflektieren könnt, was ihr machen könnt, um das Jahr gut abzuschließen. Falls du dich jetzt noch für die Dinge interessierst, die du vielleicht noch planen kannst, dann bleib gerne dran und abonniere gerne meinen Kanal, denn diese Videos werden auf jeden Fall noch folgen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann! Tschüss!